Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Basisqualifikationsprüfung Industriemeister NTG vom Frühjahr 2013 und heute geht es um die Aufgabe 3. Bei dieser Aufgabe geht es um einen Topf mit Wasser, durch einen Gasbrenner erwärmt werden soll und um hier wieder ein bisschen sich Klarheit über die Problematik zu verschaffen, zeichnen wir uns zunächst die Skizze. Uns wird gegeben ein Topf, in dem befinden sich 2 Liter Wasser. Der Topf wird beheizt durch eine Gasflamme und darüber hinaus sind uns noch folgende Daten bekannt. Das Wasser hat eine Anfangstemperatur von 15 Grad Celsius und nach dem Erwärmen soll es eine Endtemperatur von 95 Grad Celsius haben. Weiter wissen wir, dass der Wirkungsgrad bei der Verbrennung 0,65, also 65% beträgt. Die Verbrauchswerte von dem Gasbrenner sind uns auch bekannt. Der Gasbrenner verbrennt 0,2 Kubikmeter Gas pro Stunde. Ja, soweit so gut. Die Daten, die uns gegeben sind, können wir quasi der Skizze entnehmen. Was allerdings wird gesucht? Gesucht wird die Zeit, die verstreicht, bis das Wasser seine Temperaturänderung von 15 auf 95 Grad verbraucht. Und das in Sekunden.